Hallo, ich bin Sven Krebs und wir machen heute einen Filmbeitrag über die Bahntrasse von Darmstadt Ost, beziehungsweise wie wir es auf dem Schild so schön sehen können, Rosenhöhe, der Museumsbahnhof in Richtung Bessunger Forsthaus. Das ist ungefähr 5-6 Kilometer Strecke, die durch den Wald führt. Früher ging es dort auch noch weiter. Der Museumsverein von Kranichstein, die machen dort hin und wieder Dampfzugfahrten. Wir werden heute die Trasse mal ablaufen, allerdings ohne Dampfzug. Wäre auch ein bisschen unangenehm, wenn wir dann die Trasse ablaufen würden. Und das werden wir jetzt hier mit einem Film dokumentieren. Wie man hier ein wenig noch sehen kann, ist so eine Vermutung von mir, dass das Gleis wohl mal weitergeführt wurde auf die Trasse in Richtung Kranichstein. Wir befinden uns hier Darmstadt Ost und es gab früher noch einen Abzweig, der dann in Richtung Kranichstein fuhr, aber die Trasse haben sie mittlerweile stillgelegt. Ein Bahndamm, der wurde auch durchgetrennt für den Straßenbahnbau von Darmstadt nach Kranichstein. Und wir werden uns jetzt mal die Strecke anschauen, Gregor und ich, hier in Darmstadt. So, wir sind jetzt knappe 500 Meter gelaufen. Hier ist ein Schild. Hier geht es dann rüber auf die anderen Gleise. Also unsere Strecke geht hier links weiter und von geradeaus könnten theoretisch auch andere Züge auf diesem Gleis hier fahren. Die könnten dann vorne im Bahnhof anhalten. Auf die Art wird man wahrscheinlich auch die Lok auf diese Strecke kriegen müssen. Wie das genau sein wird, das werden wir jetzt im Laufe der Strecke erfahren. Was uns ganz freut, es ist furchtbar warm heute. Da hinten kommt jetzt gleich der Wald und in dem laufen wir gleich weiter und da wird es auch dann schön schattig werden. Sind wir knappe 1,4 Kilometer gelaufen. Da hinten ist ein Stein, wo der Kilometer draufsteht. Dank Wikipedia gibt es mittlerweile fast jede Bahnstrecke online und man kann nachgucken, wo was war. Sven, du hast schon mal nachgeguckt, genau. Unsere Strecke. Genau, wir waren ja eben verwundert. Man sieht ja, wir sitzen hier auf einer, ja, auf Holzschwellen. Das könnte eine Bahnsteigkante sein. Und dann haben wir natürlich jetzt mal recherchiert, wie der Gregor schon gesagt hat. Und siehe da, bei 1,4 Kilometern Glasberg. Das wird dann wohl eine Station sein. Genau, schön im Wald. Hier mittlerweile lässt sich's aushalten. Wir gehen jetzt mal weiter. Genau. Die Strecke. Was kommt denn als nächstes? Das nächste wäre bei 2,6 Kilometern Rotes Kreuz. Das gab es bis 1921. Mal schauen, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das gibt es heute immer noch, das Rote Kreuz. Sie wollen immer Blut haben. Ah ja, gut, dann werden wir da einen großen Bogen drum rumlaufen. Mhm. Bessunger Forsthaus ist bei 4,3 Kilometern. Und die Strecke ging mal weiter bis wo? Die ging noch ziemlich weit. Bis nach Rheinheim.
Also über Roßdorf, Odenwälder Hartstein, Industrieanschlussstelle war da. Ja, ein Bahngleis wahrscheinlich ins Gewerbe vermutlich. Dann nach Gundernhausen. Dann kommt der Abzweig von Dieburg, den es ja auch heute noch gibt. Und Großzimmern bis nach Reinheim. Okay, gehen wir weiter. Aber vorher machen wir ein bisschen Pause. Pause ist immer gut. Pause. Ja, knappe anderthalb Stunden waren wir jetzt unterwegs. Wir sind jetzt hier. Am Bessunger Forsthaus. Das ist nicht diese Hütte hinter uns. Das ist ein Haus, was da hinten in den Bäumen steht. Das hier ist nur Haltepunkt, wobei ich erstmal dachte, boah, es ist klein. Ja, ist auch klein. Aber wir sitzen wieder auf der Bahnsteigkante am Oberforst. Nee, wie Oberforsthaus sah ich schon. Bessunger Forsthaus. So. Bessunger Forsthaus. Der Oberforsthaus ist woanders da. Der Bahnsteig besteht wie der letzte einfach aus Holzbrettern und das hier sind Gleisstücke, die sie einfach in den Boden reingerammt haben. Sieht irgendwie auch so mal eben dahin gebaut aus. Der Prellbock am Anfang der Strecke war übrigens auch aus so Stücken zusammengebaut. Ja, die Strecke war jetzt knappe 4 Kilometer sind wir gelangen. Fährt man hier, sind wir jetzt gelaufen. Der Zug braucht etwa eine Viertelstunde. Wir sind 1,5 Stunden gelaufen. Ist aber eine schöne Strecke. Ja, definitiv. Gut, im Moment fahren die Bahnen nicht, wohl wegen irgendwelchen Forstarbeiten. Also wirklich gesehen haben wir davon jetzt nichts. Ein paar Bäume haben auf den Gleisen gelegen. Aber eine interessante Strecke, auch mal abzulaufen. Gut, man braucht ein bisschen länger. Aber mit dem Zug wäre das mit Sicherheit schon mal eine schöne Strecke. Genau, ich denke, die werden das demnächst irgendwann wieder aufmachen. Dann kann man hier wieder fahren. Ja, das war ein Film von Sven und Gregor. Wir sagen Tschüss und danke fürs Zuschauen. Tschüss, tschüss.